So, wir sind zurück, aber diesmal nicht aus der Booth, sondern wir haben die Standings vor der letzten Runde für euch kurz auf dem Bildschirm. Leider ohne Buchholz. So, die Situation ist folgendermaßen: wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Gershi gegen den Tanz, die Drawn, womit der Gershi und der Tanz fix Top 4 sind. Genau. Der Lukas spielt gegen den Mackel. Und die beiden können nicht schauen, weil der Philipp Socher, wenn er gewinnt, den Valentin Makel Genau, rauswerfen könnte richtig. aufgrund des Buchholz. Genau, weil er dann nur 2 Punkte hinten ist und mit einem Sieg ihn da eventuell überholt. Das heißt, wir haben ein Win and In für den Mackel. Genau. Frage ist, ob der Lukas, wenn er verliert, drinnen ist, könnte sich für ihn aufgrund des Buchholz ausgehen, dass er besser ist, weil sein Buchholz ist besser als das vom Makel im Vergleich zum Socher. Aber da möchte ich das genaue Update bringen, ob der Lukas auch drinnen ist, wenn er verliert. Ja, Der das Makel wissen wir. muss auf jeden Fall Makel muss gewinnen. gewinnen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen direkt zu Valentin Makel gegen Lukas Kauper. So, du hast schon rausgefunden, wer was spielt. Ja, Lukas Kauper mit Mono White Martyr, wie letzte Runde auch, und Valentin Makel mit Dredge. Hätte ich da eigentlich auch sagen können, weil der spielt mein Deck. Gut. Es wird gewürfelt. Und Der Makel schaffelt noch ein bisschen. ah, der zweite Peilschaffel. Ah, das ist der zweite Peilschaffel. Oi, Nein, oi, nein, oi, oi, das oi. Das hat er nicht gemacht. weiß er natürlich, dass das nicht so geht. mischt sein Deck nochmal. Und also Was glaubst du, wie das Matchup reden. Naja, das ist, sein wird? es ist schwierig. Also Makel ist halt auch sehr aggressiv und sehr schnell. Und eigentlich sollte das auch ein positives Matchup für den Lukas sein. Ja, die Roughs sind natürlich wieder gut. Die Wraths sind Im gut. Unterschied zum Gershi im vorigen Match hat der Makel natürlich die Möglichkeit, seine Threads wieder aus dem Friedhof auszugraben. Aber Der Makel das. ein großer Mischfetischist. Ja, also er mischt lang und durchgehend. Was ich besonders schön finde, ist, dass jetzt doch in der letzten Runde über 15 Rundenturnier wir in die Situation gekommen sind, dass es eine Situation gibt, wo die Spieler nicht einfach trauen können. Ja, ist natürlich für uns gut, ist natürlich auch für alle Zuseher gut, weil wenn alle oben drawn und wir schauen uns das Match um Platz 12 an, ist das vielleicht eh nett, Aber hat nicht dieselbe aber Relevanz wie dieses Spiel jetzt. So, beim Lukas sehe ich schon einen angesprochenen Wrath in seiner Hand. 3 Länder, wenn mich nicht alles täuscht. und Valentin ein nimmt 3 Karten dazu, ja, das wird ein Mulligan. Lukas behält die Starthand. Ja. Wie der Olli im Chat sagt, Declaration Stone natürlich besser, weil das entfernt die Threads für immer. Wenn wir schauen, ob der Makel mittlerweile Bescheid weiß, wird sich vielleicht auch mit dem Gersche ein bisschen unterhalten haben, was da so in der Deckliste vom Lukas alles drinnen ist. Ja, und Lukas und Gersh haben ja eigentlich da relativ lange gespielt, unter Anführungszeichen. Okay, wir kriegen gerade die Info von Patrick. 3 Länder, ein Drameninspektor, ein Declaration, eine Martyre und ein Wrath of God ist die Starthand vom Lukas. Das heißt, sowohl das Mass Removal mit dem Wrath Als auch das Spot als auch Removal. das Spot, quasi Spot Removal gegen das Dredge-Deck, ist er doch manche Threads öfter. Den sechsermaligen Scryed einmal nach unten.
Sehen Stomping Ground, hat ein Priest am Algum in der Hand. Fängt mit dem Stomping Ground an. Ja. Geht auf 18. Und ein Faithless Looting. Findet eine Narkomöbe, die hätte vermutlich weniger gern gezogen. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja. Bloodgust. Bloodgust. Danke, dass ich es auch noch weiß. Priest Amalgam in den Graveyard. Und schiebt den Turn zum Lucas, der ein viertes Land findet, was seinen Wrath in Zukunft irgendwann mal kastbar macht. Und fängt mit dem bekannten Drabeninspektor an. Also Drabeninspektor, auch eine Karte, wie wir schon mal gesagt haben, schaut aus eigentlich, wie wenn man ein Standard-Deck spielen wird da, weil so ein Standard auch derzeit so immens gespielt wird, aber hat sich eben auch in gewissen Modern-Decks hineingeschummelt, der Inspektor. Mal schauen, der Mackel mit einem Conflagrator in der Hand. Und einem Cathartic Reunion, wenn wir das richtig gehört haben. Ja, und die Länder, nach, die hinten, Länder nach hinten, danke. So, das Land habe ich immer noch nicht geborgt. Ja, das ist das Cathartic Reunion. Die Cathartic Reunion, Discarded Conflagrator und eine Narkomöbe. Und zieht jetzt drei Karten, weil er noch keinen Drehcheck gefunden hat. Das war ein Priced Amalgam, glaube ich. Und ein Land und ein Conflagrate. Also immer noch kein Drehcheck bei Mackel. So, und dann kommt jetzt End of Turn das Priced Amalgam. Weil der Zombie ins Spiel gekommen ist. Ja, Lukas spielt das ganz unspektakulär. Genau, noch nicht unter Druck jetzt irgendwie sonderlich. Declaration auf eine Kreatur. Will in dem Match aber auch nicht machen. Gibt den Zug wieder an den Makel ab. Ist ja auch noch nicht unter Pressure, wenn er auch keinen Dredger gefunden hat. Aber wenn man von den Friedhofsinteraktionen spricht, da ist schon ist der erste Dredger da. Ein erster Dredger. Es ist zwar nur ein Dredge für 3 Spell. Aber Darkblast, vor allem jetzt auch an der Stelle nicht so schlecht, weil der Bloodgeist einfach rücksichtslos in den Drabeninspektor angreifen gehen kann, der sich aber vor Priest Amalgam wirft. Ja, und der Lukas geht auf 18. Der Mackel ist, glaube ich, schon auf 16, weil ich glaube, das ist auch ein. Es ist zwar eine Expedition und ich kenne mich bei denen nicht aus, aber es ist auf jeden Fall ein Schockland. Aber schaut aus wie die Blood Crypt eigentlich. Aber ich kann mich auch täuschen. Mag gleich ein großer Card-Flickere, was natürlich für die für Kommentatoren etwas schwierig macht. Weil man einfach nie eine gute Sicht auf die Karten hat. Er hat zwei Fetchländer benutzt, jetzt eins davon. Hat, glaube ich, noch einen Platz in Meyers, das andere, was er noch in der Hand hat. Hat Conflagrate noch in der Hand. Priced Amalgam, was er letzte Runde mit dem Cathartic Reunion gezogen hat. Und den Darkblast, den er die Runde nachgezogen hat. Ja. Wir kriegen gerade die Bestätigung aus dem Twitch-Chat, dass es tatsächlich Bloodcrypt ist. Dankeschön dafür. Vielen Dank. Und flasht jetzt das Faithless Looting. Das ist findet ein jetzt einen Grave Troll, ja. Und ein Mountain. Also wir nehmen an, dass der Grave Troll und das Amalgam in den Grave gehen wird. Ja, schauen wir mal. Ja, und man sieht auch jetzt schon wieder an der Art, wie der Mackel seinen Friedhof organisiert. Ähnlich wie beim World Magic Cup. Also nach irrelevanten Karten, die zurückkommen können und rätschern. Und finde ich es zum Anschauen relativ. Einfach, ja, genau, richtig. Zum Anschauen auch relativ übersichtlich dann. Lukas hat End of Turn den Clou gecrackt, legt jetzt noch ein getapptes Land und eine Martyre. Und gibt den Zug ab. Er ist sehen. Noch immer nicht unter Druck. Das kann sich aber beim Dredge-Check immer, wie man weiß, sehr schnell ändern. Das kann sich sehr schnell ändern. Das ist der Dredge für 6. Aber dann noch einen Dredger hittert. Ja, beim letzten Dredger wischt er noch einen zweiten Grave-Troll. Aber was man sagen muss, der Makler hat wirklich nicht den grandiosen Draw. Nicht den grandiosen explosiven Start, vor allem auch das Cathartic Reunion ohne Dredger spielen müssen, sondern tatsächlich um die Karten zu ziehen. Wenn wir sehen, ob er jetzt den Darkblast vielleicht für die Martyre benutzt, bevor er angreift,
Um Damage zu forcen, dementsprechend. Um Damage durchzuforcen, genau. Oder weil ob er sich dann aufhalten wird ohnehin geopfert. Ja, die, also ob die Matyre jetzt blockt und sich opfert oder in Response auf den Dark Blast opfert, ist natürlich egal für die Anzahl der Leben, die der Lukas generieren wird, aber vielleicht kann er extra Damage machen, aber der Makel entscheidet sich scheinbar vielleicht sogar für ein Conflagrate Hardcast auf die Matyre. Auch natürlich eine Möglichkeit. Ja. X ist 1. Signalisiert er und der Lukas opfert jetzt die Matyre, um 6 Leben zu generieren. Geht damit auf 24. Zeigt uns den Draven Inspector und ein Wrath. Ja, Makel sieht das natürlich auch dementsprechend. Und greift jetzt greift für 5 an. Dass den Lukas auf 19 bringt. Und legt einen Fate-Stand nach, nicht irrelevant gegen den Wrath, falls der gezündet werden sollte, weil er den Bloodgast gleich returnen kann. Was man auch dazu sagen muss, der Lukas hat Declaration Stone schon in der Hand gehabt, aber nicht hergezeigt. Ja, er hat es ihm nicht gezeigt, das hat er auch gut gemacht. Wartet vielleicht auf das zweite Amalgam und spielt jetzt Dream Inspector und Squadron Hawk. Ja. Wenn wir schauen, ob er da den Trigger nicht vergessen hat für den Dream Inspector oder einfach gleich beides legt und dann den Clue nach. Sucht sich auch diesmal 3 Squadron Hawks. Diesmal muss er auch nicht discarden. Richtig wie beim letzten Mal gegen den Gershi. Und gibt den Zug an den Makel ab, so wie es ausschaut, nachdem der schon enttappt. Also es ist so, der Lukas ist noch immer nicht in under pressure und kann das Game relativ ruhig weiterspielen. Ein Dredge für 6 wieder. Findet diesmal einen Nackermöwe. Also ich glaube, Makel kann gar nicht mehr so viele Länder im Deck haben, wie er sie gedredged hat die letzten paar Mal. Und gezogen. Und gezogen. So, werden wir schauen, ob vielleicht der Squadron Hawk einen Dark Blast zum Opfer fällt. Für Lukas man sagen muss, die Kreaturen kommen zwar alle wieder, aber es ist doch mühsam, auch wenn man schon so viele Länder gedredged hat und so viele gelegt hat, die wirklich jedes Mal, also irgendwann einmal gehen doch die Länder aus, ja, ja, um deine Bloodgasts wiederzuholen. Makel ist halt mittlerweile schon in einer Situation, wo er dann irgendwann seine Griftrolls hardcasten kann. Ja, ist auch nicht irrelevant. Wenn wir schauen, ob das passiert. Jetzt gibt es einmal einen Attack. Für 5. Für 5. Wenn wir schauen, ob der Lukas da irgendwie jumpen möchte, um Schaden zu verhindern, kann man vorstellen, dass er da, dass der Bloodgast diese Runde zumindest vorzeitig den Weg in den Friedhof findet. Ja. Was man auch bedenken muss natürlich ist, wenn der Bloodgast stirbt, gibt dem Lukas das eine Möglichkeit, das Priest Amalgam auszugraben. Ja. Und nachdem der Makel jetzt nicht einer ist, der das Deck zum ersten Mal spielt und ein Fetch schon am Tisch hat, ist er sich vielleicht auch der Möglichkeit bewusst, das Ende der Runde vom Lukas zu machen. Ja, das ist wahrscheinlich auch die bessere Option. Weil man da einfach den Wrath umgeht. Ich glaube, das braucht man dem... Braucht man da nicht allen... Braucht man den Makel nicht erklären. Ja. Aus dem Chat gibt es die Anweisung, Lukas Kauper benötigt keine Hinweise. Das ist sehr geil. Danke dafür. Das ist eine gute Ansage. Er hört es auch nicht. Also. So, so Makel also returnt das Preis der Amalgam. Jetzt ist die Declaration natürlich sehr fein. Wenn wir schauen, ob sich der Lukas dazu entscheidet, die jetzt zu spielen schon. Oder ob er den Makel bekannten Wrath ausgräbt. Was man dazu sagen muss, was in dem Matchup durchaus relevant ist. Warum Wrath of God besser ist als Day of Judgment. Der Grave Troll kann regenerieren. Mhm. Aber nicht gegen Wrath of God. Ne? Ist nicht so häufig, dass das relevant ist, diese Klausel, aber in dem Matchup sogar. Weil der Runde-letzte Troll zu wenig gespielt wird im Modus. Genau, richtig. Also da so. Ist das Declaration. Das Declaration, was er vorhin ein bisschen geslowrollt hat mit der Matyre. Entfernt jetzt die 2 Priest Amalgams. Ja. Der Lukas ist so frei. Der Makel braucht aber Hinweise. Service. Wobei man dazu sagen muss, diese Hinweise sind natürlich gerade für Stretch Deck nicht schlecht.
weil er dann auch Instant Speed dretschen kann. Schauen wir mal, was kommt jetzt der Dark Blast. Ja, auf den Serie Ascendant. Das ist ein Serie Ascendant und. Und ein Clou wird ein gecrackt. Clou wird gecrackt und vielleicht der Dark Blast gedretcht. Schauen wir mal, der Makel macht einen kurzen Blick in den Friedhof. Wie viele vermutlich. Länder kann ich noch hitten? Das war definitiv ein Blick in Bezug auf die Länder. Und dretscht jetzt mit dem Clou den Dark Blast. Hittet ein Faceless Looting, was auf jeden Fall flashbacken kann, und einen Akkumöbe. Also lauter 1-1er Flyer schauen sich da an. Ja. Ja, es ist immer sehr interessant bei diesen Dredge-Decks, ab wann ist es nicht mehr sinnvoll zu dredgen, weil ich einfach in die Bibliothek schon so weit nach unten gegraben habe. Genau. Und ich weiß, dass mein Gegner einfach das Long Game mit mir spielen kann und sich immer wieder 20 genau. Leben macht und man immer wieder 20 Leben. Dazu übergehen muss, die Grave Dolls zu hardcasten und die dann wiederholt auszugraben, ist halt von der Bibliothek her gesehen doch auch teuer. 6 Karten sind dann schon nochmal eine Menge. Absolut. Makel legt hier auch alles auf die Seite. Räumt jetzt noch einen Squadron Hawk ab mit dem Dark Blast, den er dann zurückdretscht. Das ist der Vorteil beim Dark Blast in der Phase vom Spiel, der räumt natürlich die Squadron Hawks perfekt ab. Und mit dem Dredge 3 verliert er jetzt auch nicht so viel Bibliothek. Der Mountain von der Hand wird gespielt und die Trade Returns kommen wieder. Und ein Faceless Looting, das er vorige Runde gedrescht hat, wird geflashbackt, um und zwei Karten zu ziehen. Und das zieht auch ganz normal, der dredgt er nicht. Weiß ich auch gar nicht, ob er sogar noch was im Friedhof hat. Ich glaube, er hat gar keine Möglichkeiten mehr. Discardet jetzt zwei Grave-Trolle. Die sind gerade gekommen, die können nicht angreifen. Und attackt mit den zwei Nackermöben. Ich nehme an, dass der Lukas da einfach davor steigen wird, feiner. Blockt einer, geht auf 18. Immer noch ein sehr healthy Life-Total. Ja, nur kein Board jetzt. Richtig. Es ist jetzt die Frage, ob man jetzt nicht rasen möchte. Aber kann vielleicht noch eine Runde auf einen Jump-Blocker legen. Also ich kriege gerade ein Update, dass der Lukas bereits auf 15 Lebenspunkten ist. Dürfte mir irgendwann einen Schaden verpasst haben. Sucht sich so den letzten Hawk auf die Hand. Und die Luftverteidigung steht schon wieder. Ja. Wenn wir schauen, ob der Valentin da mit den Dark Blasts wieder herum. Was er natürlich auch schießt. Gut macht, ist, er kennt den Wrath, er lässt sich das eine Fetchland einfach immer offen, damit er die Bloodgust immer returnen kann. Jetzt auch ein Life from the Loam endlich. Damit er die ganzen Länder aus dem Friedhof wieder recyceln kann. Also eine Nakomöbe, ein Dark Blast, zwei Grave Troll auf der Hand. Nakomöbe darf ein doch auch enttappen. Auch wenn sie vielleicht gleich wieder angreift. Wovon ich eigentlich ausgehe. Also prinzipiell spielt in diesem Game nur der Makel. Der Lukas spielt einfach, also tut gar nicht so viel, sondern ist sehr reaktiv. Also Playtime alleine ist sicher 90-10 oder krasser auf der Seite vom Makel. Aber das ist einfach, weil beim Dredge-Deck so viel passiert, auch allein mechanisch, wie viele Karten man da in die Hände bekommt. So. So, Makel castet jetzt das gedredgte Life from the Loam. Holt sich jetzt ein paar Länder wieder. Damit zumindest die Bloodgusts immer wieder kommen. Von dem dann noch einer im Friedhof liegt, wie wir hier sehen. Ja. Und na, da kommt das End of Turn wieder. Der kommt ungetappt. Genau, der kommt erst, wenn du die Länder gelegt hast, Makel. Also es... Ja, es ist doch... Also man sieht... So. Es ist halt, es ist keine Pro Tour, es ist kein Grand Prix, aber es geht trotzdem um was. Also es ist schon... So, das Schockland wird ungetappt gelegt, das heißt, der Makel geht auf 13, returnt jetzt den Bloodgust damit natürlich, mit dem Landfall-Trigger. Spielt, nehme ich an, einen Dark Blast, sonst gäbe es keinen Grund, das ungetappt zu legen, genau. Und greift an. Und ich gehe davon aus, dass wir einen Block
ähnlich dem letzter Runde sehen werden. Ja. Ja. Das sind 4 Schaden, Lukas geht auf 11. Der eine wichtige Lebenspunkt mehr als 10, damit die Bloodgasts keine Haste haben. Und Problematik ist, dass der Wrath jetzt schlecht ist. Er ist einfach zu wenig. Reicht auf jeden Fall nicht mehr aus. Nein. Da. Das ist das Amalgam, an dem er vorhin den Trigger angesagt hat, aber dann zu früh retourniert hat. Ja, und man sieht es an der Körpersprache von Lukas, dass das einfach genau, gerade gar nicht gut ist. Also die beste Karte, die er ziehen könnte, jetzt wäre Declaration in Stone. Ist aber ein anderer Exile-Spell gewesen, nämlich Path to Exile. Ja. Ist natürlich auch... Ja. Ah, wir sehen jetzt... Ja, das der Ghost quartert jetzt das Fetchland, damit die Bloodgasts nicht End of Turn wiederkommen können. Wieder sehr schön gespielt von ihm. Makel findet nichts. Makel findet nichts, keine Basic Länder. Sind auch insgesamt nicht mehr so viele Karten in seiner Library. Ja. Jetzt kommt der Wrath und... Der Wrath. Das hat er sehr gut gespielt, weil der Makel muss jetzt das Land legen und verlangsamt sich jetzt selber um einen Turn. Also wird um einen Turn verlangsamt. Genau. So, den Squadron Hawk für die 2 Mana spielt er nicht auf, da lässt er sich den Pfad in der Hand offen. Wenn ich das richtig sehe, sind das 2 Mist Veil Plains, die aber nicht aktiviert werden können, weil der Lukas keine weißen Permanenz kontrolliert. Ja. Life on the Long wird gedredged. Und die Bibliothek schaut schon wirklich sehr dünn aus da. So, Makel castet das Loam auch gleich. Verliert er keine Zeit, lässt das gleich am Tisch liegen. Retourniert wieder 3 Länder. Und wir sind bald in der Phase, wo wir auch den Lukas auskonflagraten können. So, Makel zählt jetzt auch seine Handkarten. Ob sich's nicht jetzt schon ausgeht. 4, 5, 6. Wie viel hat er da? Also er geht jetzt einfach den optimalen Play noch einmal durch. Ace. Ja, Conflagrate für 6. Er legt ein Land. Returniert die... 3 Bloodgast und End of Turn. Ein Priced Amalgam. So, das heißt, der Lukas ist auf 5. Und zusätzlich, wenn er noch ein Conflagrate im Friedhof hat, ist mit Dredge Life from the Loam nächste und Return 3 Länder, kann das zweite Conflagrate auch letal zurück. Nochmal spielen. Lukas schiebt zusammen, hat dann nicht mehr die richtige Kombination an Antworten gefunden. Wäre jetzt auch schwer gewesen, weil er das sowohl das Board handeln muss, als auch diese Kombination aus Life from the Loam und Conflagrate. Ja. Also der Makler hat sich durch einiges Removal plus Mass Removal durchgekämpft. Absolut, ja. Weil man sagen muss, dass der Lukas auch eher viele Länder gehabt hat. Also, ja, also es war der mäßige Draw. Also die beste Hand, die wir gesehen haben, war die Hand 1 gegen Manuel Gershison, letzte Runde. Die war einfach wirklich gut. Die Hand nicht mehr so toll. Wir wissen aber, dass er einiges aus dem Sideboard hat, was gut ist. Er hat genau, Rest in Peace hat er im Sideboard. Er hat Rest in Peace, er hat Celestial Purge. Rest in Peace ist auch die Frage, ob der Makel von der Karte weiß. Ich bin vor ein bisschen draußen gestanden und habe noch mit dem Gershi geplaudert und dem Lukas. Und sie haben sich über das Rest in Peace auch unterhalten, mit dem Sebastian Fair Liebitz auch. Ein bisschen geplaudert und ist die Frage, ob das auch zum Makel durchgedrungen ist, dass der Lukas da Rest in Peace im Sideboard als Antwort auf dieses Matchup hat. Gut, der Makel spielt ja lange genug Competitive Magic, also dass er... Der wird schon die nötigen Antworten ins wird schon wissen, Board, aus dem Board was bringen. Er boardet. Wenn man sein Sideboard anschaut, er spielt im Sideboard 2 Enchant Grudge. Die werden es vermutlich nicht schaffen. Nicht, ich meine, Hinweise zerstören ist schon super leibend, aber... Aber wie wir wissen, Lukas Kaba braucht keine Hinweise. Lukas Kaba braucht keine Hinweise, das ist richtig. Dementsprechend gibt es keine Ziele dafür. Boyuka Bock wird es auch nicht werden. Ein Dark Blast ist eine Möglichkeit. Weiß ich gar nicht, ob das Boyuka Bock nicht eine Möglichkeit ist. Wenn er sich bewusst ist, dieser Proclamation Rebirth-Geschichte, ist es vielleicht sogar eine Option, das zu bringen. Ja, nur wenn Lukas selber Rest in Peace boardet, dann ist das wahrscheinlich hinfällig. Dann ist es hinfällig. Ansonsten Nature's Claim wird es auch nicht werden, Leyland of the Void wird es nicht werden.
Gnaw to the Bone und 4 Thoughtseize gibt es ansonsten noch. Die Thoughtseize werden es wohl werden. Die Gnaw weiß ich nicht, ob die so toll sind. Weil zu dem Zeitpunkt, zu dem du das Gnaw brauchst, hast das Spiel wahrscheinlich schon verloren. Da werden dir die Leben dann auch nicht mehr helfen. Lukas, wie gesagt, 2 Rest in Peace, 2 Celestial Purge, 4 Blessed Alliance, ob die wiederkommen. Weiß man nicht. Sie sind auf jeden Fall die Überraschungskarte des Turniers. Even Mind Sensor wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Vermutlich auch nicht. Nevermore ist immer eine Möglichkeit, aber was wird man damit sagen? Ob es diesmal kommt. Ja, so viele Interaktionen und Sachen, die einfach durch Länder legen, aus dem Friedhof kommen. Mhm. Gut, wir schalten eventuell wieder mal rein. Conflagrate, Life from the Loam. Der Patrick hat uns wieder das Sideboard vom Lukas gebracht und offenbar daraus gebaut 4 Squadron Hawks, ein Proclamation, die Elspeth und eine Emeria. Scheinbar baut er da öfter einfach auch eine Emeria raus. Ja, und wie gesagt, Rest in Pieces sind drin. 3 Blessed Alliance sind reingebordert worden. Und die Celestial Purge. Also ähnlich wie wir das gemacht hätten. Und Valentin Makel boardet ein Conflagrate, ein Faceless Looting, eine Nakamöbe, ein Life from the Loam und ein Mountain raus. Und bringt einen kurzen Moment. Wir werden das kurz gegenchecken mit seiner Deckliste. So. Die Ancient Grudge sind überraschenderweise im Sideboard geblieben. Wujukabuk ist nicht ist Ancient Grudge. Auch nichts geworden. Auch keine Nature's Claim. Ja, das ist heißt, Dark es, sind, es ist einfach der Dark Blast und die Thoughtseize geworden. Genau. Also haben wir uns nicht vertan beim Boarden bei beiden Spielern. Ausgezeichnet. Schauen wir mal, ob der Makli es mal wieder so lange schaffelt oder. Jetzt darf er wieder ein Peil legen. Also von daher. Der Makli hat jetzt. Das Game ist jetzt das erste Winnendienst für den Makel. Der hat jetzt 2 Winnendienst für die Top 4. Beim Lukas ist noch nicht sicher, ob er draußen ist, wenn er verliert. Ja, also dadurch, dass er den gestrigen Tag so immens stark gespielt hat, glaube ich, dass er ein Riesenpolster vorgelegt. Heute war es nicht ganz ein Tag. Der Patrick hat gesagt, er hatte nur 2 Spiele gewonnen von 6. Also steht am heutigen Tag von 5 steht 2-3. Aber dadurch, dass er eben gestern so konstant gespielt hat, immer noch unter den Top 3 genau, Spielern. Richtig. Und in Standard auch gestern 2-0-1. Ja, ungeschlagen. Also wird sich auch wieder freuen, wenn er wieder Standard spielen darf. Bei Makel merkt man seine robuste Mischweise, wenn er die Karten immer am Tisch knallen, dann. Ja, dann merkt man es auch unter der Kamera. Hat der Lukas schon einen angenehmeren Mischstil. Ja. So, der Einzige, wie gesagt, der den Lukas, glaube ich, noch raushauen hätte können, ist der Philipp Socher. Ja, das wäre mal. Der ist auch der Grund, warum der Makel, wie gesagt, diese Partie spielen muss. Kann nicht drawen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das Buchholz hat 2% Punkte Vorsprung gehabt. Ja, und das kann sich ganz und das kann sich nach einem Game natürlich sofort ändern. Wenn der Philipp da wenn der Philipp da gewinnt. Ja, Philipp Socher gegen Sebastian Fiolibitz wäre auch eine Möglichkeit gewesen zu featuren. Zu covern, hätten wir gehabt Philipp Socher auf Lantern Control. Lantern Control, genau. Und vielleicht einer der Gründe, es nicht zu covern. Und Sebastian Fiolibitz, ich weiß es leider nicht auswendig. Aber Bandeldrazi. Bandeldrazi gegen. Ich glaube, das wäre ein bisschen langweiliges Matchup geworden, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Brücke oder keine Brücke. Ja. Und die Hand, wenn man jetzt beim Lukas hineinschaut, man sieht ein Declaration of Stone, man sieht eine Marty of Sands, und ein ich Blessed sehe Alliance auch und ein Path. Seras Ascendant. Also, er fährt sich da durch die Haare. Überlegt. Ist vielleicht nur ein Land, nämlich. Ja, es schaut oder ganz, ist es nein, ein Flex? Es waren 2 Länder. Flexstones. Ja. Und er nimmt die Hand, Makel auch. Und der Valentin fängt mit einem Thoughtseize an. Ja. Also nimmt er mal 5 Schaden insgesamt. Eine gestockte Hand mit jede Menge Spells. Das ist der gute
Fetch Shock Sorts ist für 5. Ein Viertel der Life Points ist vorbei. Dafür habe ich noch nichts aufs Board gebracht. Ja. Schauen wir mal. Liest sich jetzt auch noch einmal das Blast Alliance durch. Ist wichtig. Ja. Weg mit dem Dreck. Also so abwertend muss man das schon nicht hinwerfen. Aber sieht natürlich, dass diese Hand bedeutend besser ist als die letzte. So. Was würdest du nehmen von der Hand? Wahrscheinlich die Martyr. Obwohl die Martyr stört ihn gar nicht. Ich glaube, es ist auch zwischen Martyr oder Declaration. Ja. Ohne die Martyr macht der Sarah Ascendance nichts. Und genau. Aber du spielst halt gegen, ja, das nimmt auch der Makel. Richtig, die Kombination aus... Lukas da sehr fair, lässt das einfach offen liegen. Sarah Ascendant, ein 1-1er, der ja. Mit Life Man sieht auch, der Lukas hat macht. Keinen der 1er-Drops Turn 1 gelegt. Ja. Einfach aus Respekt vor Dark Blast. Absolut. Gibt, ja. glaube ich, nichts Ärgerlicheres, als wenn du Turn 1 Martyre oder Sarah Ascendant entdeckst und dann ja, den Dark Blast frisst. Jetzt sieht man, ja, da ist der Dark Blast. Sarah Ascendant muss quasi selbst connecten und die Leben machen. Darum spielt er ihn und wird auch gleich Dark Blasted. Ja, offenbar in der Upkeep wird noch gedrätscht. Dem Matchup auch wirklich gut, weil die meisten Sachen von Lukas einfach 1 Toughness haben. Genau. So, wenn wir sehen, ob der Makel noch ein zweites Land hat. Ja, ich glaube, es ist ein Fastland. Ja, ein Copperline Gorge. Das wird auch gespielt. Kann jetzt natürlich nicht den Darkblast spielen und ich glaube, seine Hand sind 2 Nackermöben, ein Priest Amalgam. Also der Darkblast und ein Bloodgast. Bloodgast. Also auch nicht die optimale Hand für Valentin die Makel derzeit. Findet noch ein Land. Mal schauen, ob wir jetzt den legt er mal ein Schockland. Vielleicht dann noch zu legen, ob er jetzt den Bloodgast spielen kann. Spielt Nein, aber das er flasht das Faithless Looting Back. Die zwei, das ist einmal noch ein Copperland Gorg und ein Insolent Neonite. Ja. Also so mit seinen Ich habe es nicht genau verfolgt, dass du es gesehen letztes Game. Hat er ein Steamvents in seinem Deck? Er müsste ein Steamvents haben, damit er die Priest Amalgam auch hardcasten kann. Ich bilde mir ein, ich kenne die Expedition-Länder jetzt nicht alle auswendig, aber ich glaube, das Steamvents habe ich gesehen. Ja, er spielt ein Steamvents. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass er die Priest Amalgam hardcastet, alles klar. Beziehungsweise einfach auch die Nakamöben, die auf der Hand hat. Also es ist ein Stomping Ground, ein Bloodcrypt. Es verrät uns gerade der Partik, es ist kein Steamvents noch. Das erkennt man ein bisschen, das ist so ein... Schaut aus wie eine Welle. So. Kommt der Bloodgast. Landfall-Trigger, returnt den Bloodgast. Vielleicht sagt die Makel wieder irgendwie, dass sie die Länder anders halten soll. anders hinlegen soll. Ja, ja. Ja, als hätte das gehört. Wie wenn das gehört Sehr hätte. Auf Makel. Das ist einfach eingelernt, Länder vorne spielen. Ja, sieht man auch quasi jede Partie. Viele Partien, wenn er nicht on camera ist, sondern einfach nur so spielt, dass er die Länder vorne spielt. Ja. Das ist einfach eine Sache, die man sich halt antrainiert. Wie Länder nach links oder nach rechts tappen. Genau, richtig. Wobei es dann eine richtige Möglichkeit gibt. Steht ja am Tab-Symbol oben. So, End of Turn. Dark Blaster, dass ich seinen... Sein Priest Amalgam. Wirft ein Amalgam, ein Grave Troll und ein Faithless Looting in den Graveyard. So. Und irgendwie wenn wir schauen, ob er jetzt so ein bisschen Zömmel-Agro macht und der Neonite einfach auch, ja. Ja, das werden wird einfach auch angreifen. Und der Lukas von seinen 2 Ländern auf 5 Länder hoch ein bisschen geflutet. Ja. So, Makel überlegt jetzt noch. Nicht wirklich mit. Ob er da Pre-Combat noch was macht. Und vielleicht, ja genau, kommt nochmal Faithless Looting Flashback. Und diesmal darf es ein bisschen mehr sein. Dredge 6.
Ja, findet auch gleich noch einen. Findet einen Troll. Freund, den er gleich weiter dredged. Und den Conflagrate im Graveyard. So, geht jetzt auch wieder dazu, über die Karten ein bisschen anders anzuordnen. Jetzt muss man schauen, dass er da seitlich das, das erste Faithless Looting gescheit weg schon. Und da ist das Steam Vents, genau, ja. Das erkennt man. Da meine ich, ich erkenne nicht alle, aber das Steam Vents kann man auch halbwegs unterscheiden. So, und das ist ein gesteckter Friedhof mittlerweile. Ja, der ist schon ganz schön groß. Das Faithless Looting sollte jetzt noch ins Exile, bitte. Das liegt nach ein Epic Spell, den castet er jetzt jede Runde. Aber die Scarlet noch. So, jetzt kann er verschwinden. Ja. Genau. Ah, der sollte exiled werden. Genau. Ja, ja, er merkt sie gleich. So, und Angriff für 6. Wenn wir schauen, ob der Lukas jetzt reagiert. Blast Alliance und 4 Leben nimmt er sich dazu. Geht einmal auf 24. Wenn wir schauen, ob der Mackel. Wen der Mackel da opfert. Ich vermute den Bloodgust. Ja. Das haben wir die letzte Runde schon gesehen, wie oft die Bloodgusts zurückkommen. Das heißt, ja, Lukas geht auf 24, geht wieder auf 20. Hat er quasi einmal gefoggt den Attacks. Dann gibt es noch ein Land und 2 Bloodgust und Price der Amalgams kommen wieder. Ja. Jetzt ist die Situation, wo der Lukas wirklich etwas Sinnvolles ziehen muss, beziehungsweise einmal die Declaration spielen, ist natürlich klar, um die Amalgams wegzubekommen. Hat aber noch ein Land. Ja. Ein also hat er mittlerweile 2, 4 Länder nachgezogen. Sacrifice jetzt das den Neonate. Ja, discarded den Gräftroll, Dredge den Gräftroll. Dredge für 6. Hittet jetzt noch ein Amalgam? Ja. Noch ein Amalgam und ein Stink with him. Und auch ein Life from the Loam jetzt. Ja. Damit kann er endlich den Akam über Hardcasten, wenn er das Steamvents ausgräbt. Upkeep der Raw. Interessant. Zieht einen Akam über, oder hätte er lieber dredgen sollen. Angriff für 4. Schauen wir mal, der Lukas nimmt den Schaden, geht auf 16. Ja. In der Situation, was passen, ist nicht die beste Idee. Und der Mackel geht dazu über einen Gräftroll zu hardcasten. Betet mehr oder minder den Pass to Exile. Ja. Der wird wohl groß genug sein, um einen Pfad zu fressen. Ja. Mackel fragt, ob er den Friedhof durchschauen soll oder ob der gleich gepfadet wird und er spart uns und dem Valentin da die Mühen. Also Lukas 2 Handkarten, die wir nicht kennen. Legt jetzt ein. Das kann ich leider nicht erkennen. Ich glaube, es ist ein Flexstones. Er legt ein zweites Flexstones mit dem ersten Flexstones im Spiel, opfert es und sucht ein Mistvale Plains. Das ist nämlich tatsächlich auch eine vom Subtype ein Plains. So, Makel dredged wieder. Kriegt er mit, dass der Lukas offensichtlich von der Flut erschlagen wird. Absolut, ja. Erst von seinen Ländern, dann von den Zombies. Vampire bitte. Aber der Lukas hat nochmal ein Blast Alliance und bekommt in dem Exchanges das heißt, insgesamt 2 Leben. 2 Leben dazu. Jetzt ohne Handkarten. Ja, da muss jetzt schon einiges kommen von oben. Ja. Also da muss wirklich viel kommen, damit er da noch zurückkommt. Weil der Makel jetzt wieder wird jetzt anfangen. Wird jetzt einfach seine Sachen casten und dem Lukas auf gut Wienerisch auf den Schädel hauen damit. Aber okay. Er spielt noch ein Looting. Dredged ein Life from the Loam. Sehr bedächtig. Ja. Hat auch nicht mehr viele Karten in der Bibliothek. Vielleicht ist das der Grund, warum er keinen
Gravetroll mehr ausgrabt. Zählt jetzt auch die Bibliothek. Dürften noch knapp über 10 Karten sein. Das ist der Zeitpunkt, wo man blaues Mana und und Narkomöben braucht. Nein, ich wollte eigentlich sagen, Miljays braucht. Aber der zweite Vorgang, der Rätscht jetzt noch den Gräftal. So, Lukas zählt, dürften noch exakt 6 Karten sein, wenn ich die Gestik richtig gedeutet habe. Was so viel heißt wie der eine Gräftal muss es machen. Discardet die Narkomöben, interessant. Targeted. Holt sich 3 Länder zurück. Sich 3 Länder vermutlich. Ich tippe auf Steam Vents, ist das eine davon sein wird. Ja, Steam Vents ist es. Ein Stomping und 2 Stomping Ground. Ein Stomping Ground und ein Copper Language. So, legt jetzt das Steam Vents getappt. Returnt den Bloodgast. Returned end of turn, depressed am Algums, passed in turn. Hat jetzt 10 Power am Tisch und der Lukas musste jetzt was finden. Ja. Also wir wissen ja, dass er keine Sun Titan spielt. Sun Titan wäre eine interessante Karte. Und findet Rest in Peace. Rest in Peace. Frage ist, ob das nicht schon zu spät ist. Also Rest in Peace in the Wrath of God wäre jetzt Rest in Peace und the Wrath of God wäre ein Winning Line. Schauen wir mal, ob wieder das Glück hold ist. Der Makel bleibt nichts anderes übrig als zu hoffen, dass die Kreaturen, die er aufs Board gebracht hat, ausreichen. Der Grave Troll auf einmal von gigantisch zu einer 0-0er verdammt. Ja. Drawstep. Wir sehen halt trotzdem 10 Power an Bord. Also Lukas hat jetzt einen Drawstep. Plus der Makel hat ein Conflagrate. Hat ein Conflagrate? Nein, hat kein Conflagrate. Er hat ein wie mir immer der Name entfällt, nachgezogen, einen Bloodgast. So, Lukas geht auf 8. Und wenn wir schauen, den würde ich an seiner Stelle vermutlich gar nicht mehr spielen, sondern den Zug abgeben. Nachdem Craig noch einen Clue, findet noch ein Cathartic Reunion, das wird er vermutlich nicht mehr spielen. Gibt den Zug jetzt ab. Der Lukas hofft jetzt natürlich auf den Wrath. Ist es? Ist es tatsächlich der Ruff? Es ist Ranger of Eos. Auch nicht das Schlechteste in der jetzigen Situation. Ja, das der Rahmen Spectre wird natürlich jetzt wieder Inspector zurück ins Spiel bringen. 2 Dream Inspector. Bekommt 2 Clues und hat zumindest 2 Jump Blocker. 3 Jump-Blocker. Weil die Dream Inspector traden mit den Bloodgast, also Bloodgast und der Ranger. Traded mit einem Price Amalgam. Traded nicht mit einem Price Amalgam. Und der Olli hat noch einen Cameo-Auftritt als Clue-Token in der Feature Match Area. So, Drawstep für den Makel. Thoughtseize, das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Und ja. Attackt er natürlich auch gleich. Natürlich muss er auch angreifen. Interessant, dass er den Bloodgast von der Hand nicht spielt. Ja, ja genau. Shrink den Ruel und force 3 Damage durch. Auf 5. Also Lukas, ein Drawstep und... Und 2 Clues. Also sind 3 Karten, die er Naja, er kann die hat, nicht beide Clues cracken. Schon, aber dann... Kann er nichts mehr casten. Ein Pass to Exile. Kann noch einen Clue cracken. Ah, das habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Ein Sarah Sendern. Ist das ein Sarah Sendern gewesen? Zumindest ein Jump Blocker. Der auch noch ein Leben generiert. Ja. Makel 3 Karten in der Library. Hat der Makel so kein, hat der Makel kein Doppelschwarz? Doch, hat schon Doppelschwarz, oder? Ja. Man kann so, selber noch einmal seine Exile-Zone an. Ich glaube, er versucht herauszufinden, ob alle seine Conflagrates im Friedhof sind. Weil wenn sie das sind,
kann er das Spiel jetzt nicht sofort beenden. Er hat eines rausgebordet. Wenn er eines rausgebordet hat, kann er das Spiel jetzt nicht beenden. Er wird sich jetzt gerade ärgern. Da schmeißt er die Xbox gleich hin. Ja, es ist die Frage ist... Aha. Ja, wird es jetzt doch der Bloodgast. Ja. Der hat zumindest... Ah, Fotzis. Geht auf 11 und da wird wohl mit einem Path reagiert werden, genau. Wenn die Lebenspunkte vermutlich nicht mehr das sein werden, was den Makel töten. Hat sich jetzt auch nochmal sein Deck kurz angeschaut. Ja. Sehr interessant. Schöner Cut. Ja. Lukas geht auf 6. Zieht. Findet ein Land weiter. Jetzt der Bloodgast. Jetzt kommt der Bloodgast, das wären Frage ist, 5 Schaden. 5. Lukas geht auf 1. Wenn ihr jetzt einen Wrath findet, extendet die Hand mit 2. 2 zu 0 für Walen im Makel gegen. Und die letzte Karte in Makels Deck wäre noch ein Bloodgast gewesen. Ja. Interessant. So, wir sind zurück. Also spannende Partie, muss ich sagen. Sehr lustige Partie. Da ist einiges passiert. Wenn der Lukas irgendwas findet, dann haben wir einen Makel, der Deckout geht und wir spielen die dritte Partie. Wir hören gerade, Philipp Socher hat gewonnen. Also hat sich für den Makel auf jeden Fall ausgezahlt, dass er gespielt hat. Und gespannt die Top 4 eigentlich. Richtig, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, ist es Gershenson, Danz, Makel und wahrscheinlich der Lukas trotz der Niederlage. Könnte passieren. Also weil sein Buchholz wahrscheinlich gut genug sein wird. Ja, dann hätten wir noch einmal Gershenson gegen Kauper, Erster gegen Vierter und Danz gegen Makel, Zweiter gegen Dritter. Wenn das so eintrifft, wie wir das jetzt gerade denken, dass es passieren wird. Wäre natürlich sobald. Wenn wir was wissen, kommen Sie mal wieder zurück. Wir gehen in eine kurze Pause. Ergebnisse da sind. Und ich sage jetzt schon, danke dem Matthias fürs Kommentieren. Danke, dass ihr mich da gehabt habt. Die Top 4 kommt die Legende himself, Patrick Portele, wieder zu mir her. Ja, und sagen wir sehen uns dann. Bleibt dran für die Top 4.